Du hast das Gefühl in mir geholt, dass ich meine Machete doch rausholen muss, weil die subtiler ist als jede Pistole. Dann lass uns doch einfach... geradeaus. Ja. Ach nee. Na. Wir hatten ja eine Idee, ne? Okay, pass auf. Wir machen es doch so. So, komm her jetzt. So, kleiner Junge, komm. Nein, du pass kommst auf. Jetzt hin, nein. Los, okay, ich hab verstanden. Du hast die Eier und die Macht. Ich hab's verstanden. Du hast dein Revier markiert. Wohin? Ich weiß nicht, wo mein Partner ist. Die lassen mich alle im Stich. Ja, ist mir doch egal. Ich brauche nur dich und meine Machete. Ich finde das auch ein ganz unangenehmes Tempo. Ich hab einfach nichts mit. Soll ich joggen? Ja, achso, das kann ich dir auch noch sagen, wenn du versuchst wegzulaufen. Das hier ist der Cousin von Usain Bolt. Elektronik, sagst du. Also, wenn ich wegschwimme. Hier drüber, Magneto! Okay, sorry. Oh, Alter. Das ist die einzige Leggings, die ich hatte. Ich habe mit Sport angefangen. Ey, die schicke ich euch für die Reinigung, ne? Das ist mir voll egal. Ja, ich krieg gleich erst mein Handy von dir, du blödes Arschloch. Mann. Wegen dir ist meins runtergefallen. Kausalitätenkette, kennst du das? Ja. Was in der Kausalitätenkette hat dich hier hingeführt? Gutes Aussehen? Kompetenz? Charisma? Intelligenz? Nicht nur deine PC-Kenntnisse. Ja, das ist ja alles miteinander verwoben, ich meine. Ey, sind zwei Kamachos mit vier Leuten und Clownsmasken unterwegs. Ja, sehr schön, dann sind die ja beschäftigt. Die fünf Minuten sind übrigens um und ich lebe noch. Geh bitte weiter. Es gibt überhaupt keinen Grund, hier stehen zu bleiben. Wir sind doch noch lange nicht weit ja, vom gut, Auto es weg. Die sind einfach nur in der Verlängerung. Gehst du überhaupt? Hast du dir in die Hose gepisst? Was? Nein. Du hättest doch sagen können, pass du musst auf Klo. Kannst du... Ey, geh weiter, während du redest. Können wir jetzt das noch mit dem Huckepack machen? Jetzt brauche ja, ich klar, das nämlich. Nein, nee, andersrum. Andersum, bitte. Nimm mich. Gut, nein, du trägst mich jetzt so hin. Nein, du trägst mich jetzt darüber. Warum das denn? Ich brech zusammen. Weil du schon dein Angebot hast. Gut, dann mach es. Aber gut, nur ein von euch, bei zwei bin ich echt nicht... Frag mich! Nein! Dann geh jetzt, komm. Ich hab nur keinen Bock auf den Boden zu liegen, weil du eh unfähig bist mit deinen Spaddelarmchen hier. Weißt du was, ich bin wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, dass ihr beide hier lebend rauskommt. Meinst du, hier tauchen welche auf? Das glaubst du doch selber nicht, Digga, das ist Fantasie. Hier kommt niemand. Gut, dann lassen wir die Fantasie irgendwann Realität werden. Bist du ein X-Man? Nein. So, dann können wir schon mal ausschließen, dass Professor Xavier dich hier irgendwie findet. Aber... Kannst du mal bitte überhaupt die Hände hochnehmen, du Arschloch? So, also ich, du bist ja aber auch verdammt launisch. Ich hab das Gefühl, der hat immer noch irgendwas Elektronisches, weil er sagt. Ich nicht, das ist ja schon mal gut. In erster Linie. Müller. Wie kommt man denn auf so einen Namen wie Müller überhaupt? Wieso denkst du dir so einen Müllnamen aus? Erzähl mal. Müller. Wie kommst du auf den Namen? Nee, wegen... Müller ist ja weit verbreitet, also stehen da die Chancen dann ziemlich Müller hoch, dass er wirklich... Müller ist weit verbreitet. Lügst schon wieder. Ja, dann hätte ich mich Woher kommst du, Jonathan? Ich komme eigentlich aus Los Santos. Bist hier geboren? Ja. Okay. Südseite. In der South? Ja, ich bin halt nur aus dem Kreis ausgebrochen. Sascha Abstein. Gott sei Dank. Ihr habt es leider nicht geschafft, das tut mir irgendwie leid. Ja. Sascha Abstein, sehe ich aus wie jemand aus der... Sorry? Ich okay, soll ich da was... Ich hab's nicht rausgeschafft. Was soll ich da reinlegen? Nix sollst du verändern. Ich möchte, dass alles bleibt, wie es ist. Wir gucken nur einmal rein. Digga, wir wollen deine Sachen nicht. Wir wollen nur sicher gehen, dass du keine elektronischen Geräte bei dir hast. Ja, aber ich hab die jetzt nicht reingebracht. Okay, warte, sorry. Scheiße, du verarschst mich. Du verschwörst mir, nichts reinzupacken. Herauszunehmen. Digga, na klar nicht. Was denkst du, wir wollen dich beklauen? Oh Leute, was ist das denn? Hab ich eben gerade zu dir gesagt. Hab ich nicht gesagt, ich möchte mit dir zusammenarbeiten? Okay, ich glaube, ich weiß, warum wir geortet werden. Warum? Guck selber rein. Meinst du doch nicht ernst? Was machen wir denn jetzt? Ich hatte die ganze Zeit eine Wanze bei mir? Kannst du die bitte auspacken und zertreten? Ja. Ich möchte das auch gar nicht anfassen. Was hast du hier überhaupt für Sachen drin, Digga? Nun, das fasse ich nicht. Ich werde nichts davon anfassen. Hey, wenn der eine Wanze hat, dann sollten wir vielleicht echt abhauen, Mann. Und die Wanze hier lassen. Ja, die Tasche mit der Wanze hier lassen. Ja,
die Tasche. Oder er erzählt oder? Uns, das ist. Weißt du, ob das eine Wanze ist? Digga, ich kenne mich nicht jetzt so mit Elektronik. Ja, da, eindeutig. Erzählt er uns aber auch nur, dass es eine Wanze ist. Es ist eine verfickte Wanze. Nein, ich glaube, er will zur Elektronik. Er arbeitet, er hat ja auch gesagt, Björn ist scheiße. Alter, und nicht ich habe einen Hoch. Das heißt, Bloody 8 helfen mit ihm zu arbeiten mit ihm. Er will uns zur Elektronik locken. Junge, ich okay, das weißt ist gar du, keine, Digga. Ich bin eine fucking One-Man-Army. Ich fühle mich nicht in irgendwelchen Gruppen wohl, um mir beim Duschen zuzuschauen. Das mache ich hobbymäßig, aber das hat nichts mit diesem Beruf zu tun. Das kriege ich beides gleichzeitig hin. Ja, jetzt nimm alles aus deiner Tasche raus, denn deine Tasche wird hier bleiben mit dem Scheiß, den du da angeblich was? Als so. Du Fixer, ist gut. Penner. Ich muss einen kiffen, sonst raste ich aus. Ich raste wirklich dann aus. Jonathan. Ist Jonathan ein biblischer Name? Weiß ich nicht. Also zumindest wurde mir immer gewünscht, dass ich in die Hölle komme. Ist ja nicht mehr weit von entfernt. Also wenn ich da unten Leute wie euch erwarte, dann holla die Waldfee. Aber hast du den Scheiß jetzt hier gelassen? Ja. Nimm den Rest mit. Oder hast du dafür keinen Platz? Soll ich dir den Rest mitnehmen? Naja, den PC und die Wanze. Was und das du, Handy. Das lassen wir hier. Naja, muss ich ja. Es ist ja Elektronik. Was soll ich noch... Okay, soll ich irgendwas noch mitnehmen davon für dich, was nicht Elektronik ist? Nee, sonst habe ich alles hier. Kann ich das später wieder abholen? Ja, bitte, versteck es von mir aus sogar noch in irgendeinem Busch, damit kein Idiot hierher kommt und, weißt du, also... Okay, ich leg das hier hin und ich muss mir nur merken, wo bin ich denn, Alter? Kannst du ja nicht mal nachgucken, hast ja gar kein Handy, ne? Stimmt. Könnt ihr mir sagen, wo ich bin? Guck auf meins. Im Dschungel. Guck hier. Okay, warte, oh, das Alter, wo ich bin dir. Ich denn, Junge? Ja. Oh, merkt ihr diese Insel? Wir werden jetzt auch weit von hier weggehen, damit wir ja nicht an dem Ort klar, sind. Gut. Kannst du ihn bitte Huckepack nehmen? Ich ihn? Ja, du bitte. Bist der schnellste und fitteste Mensch, den ich kenne. Ich kann wirklich nicht mehr. Ich habe auch ein Knien und so. Es ist mein. Wo ist diese Höhle? Mein Lendenwirbelbereich hat auch wirklich einiges. Ja. Scheiß Kerl. Aber wo ist er jetzt hin? Ja. Wohin müssen wir? Wo lang? Zum ich Auto weiß wieder? Es nicht mehr. Nee, zur Höhle. Die ist doch vor uns, oder nicht? Dieses kleine Ding da? Nein, das ist ein Riesenberg, Junge. Ja, und was ist das vor uns? Kein kleiner Berg. Okay. Oh, Junge. Ich weiß halt nicht, ob es links oder rechts ist. Ich bin überfordert. Ich sag dir, wie es ist. Ja, es ist viel zu tief. Nein, geht schon. Fick dich. Du weißt schon, dass wenn irgendwelche Leute kommen, ich dich direkt verkaufe? Ja. Das bin ich gewohnt. Mach dir da nichts okay. draus. Also es ist nichts Persönliches, aber... Boah, hörst du das? Ja, weil wir uns in den Rohren verstecken. Nein, wir müssen die Höhle suchen. Junge, ich sehe die Scheiß... Ich sehe den verfickten Qualm deines fetten Joints... Keine Ahnung, bis wohin. Mach die Ficke aus! Was rauchst du? Eine Plantage? Ist aus, Mann, ist aus. Okay. Vielleicht gehen wir einfach hier in den Busch, Mann. Wir werden sonst zu lange suchen und das ist irgendwie Zeitverschwendung. Auch wenn das hier, das hat kein Ambiente, Mann. Das ist doch scheiße. Was ist das? Das sieht aus wie ein Boot. Oh, das sieht doch nicht aus wie ein Boot. Jetzt sieht's aus wie ein Auto. Jetzt nicht der Game of Thrones hier, aber das ist trotzdem, hier kann man sitzen hier. Jonathan. Soll ich ihn runterlassen? Wie du möchtest, wenn du seine Nähe genießt oder das Wärme. Nee, das ist also echt schon. So, Jonathan. Zurück zum Thema. Wow, das sieht voll krass aus, warte. Ja? Scheiße, der blinkt. Der ist elektronisch. Was ist, wenn der hochgeht? Nein, das ist nicht das, was ich wollte. Wieder auf den Rücken. Oh Mann. Alter.
Mit ihm hast du ja auch nicht zu lachen. Viel interessanter ist, ich bin nicht mal sein Boss. Ja. Er ist nur alt und ich bin noch jung und fit. Ja, ja. Er ist griesgrämig. Ja. Was brauchst du, um uns die Sachen zu besorgen? Mit der SMS, mit dem Verlauf? Naja, also die Sachen haben wir gerade zurückgelassen. Wie? Nein, in dem Rucksack. Warte, was machst du? Ich habe überlegt, ob wir jetzt zurückgehen und das holen. Ja, aber wir werden doch dann geortet. Das eine geht oder das andere. Scheiße. Ja, aber... Deswegen muss ich ja wissen, wo die Tasche ist, um sie später wieder zu besorgen. Ja, ich weiß schon, wo sie ist. Gut. Die Frage ist, wo ist mein Kollege? Hallo? Ich nehme an Richtung Remender, wo das Weiße sind. Vielleicht da, das... Die Pistwasser. Hallo? Sorry. Telefon? Jetzt, hallo? Was geht? Ja. Gut, ja. Also ich denke, hier kommt, wird uns keine Bude finden. Nein, keine. Hey, da ist eine Hütte für uns. Okay. Ja, lass doch die Hütte nehmen da. Ciao. Die haben in der Stadt fahren zwei Camachos rum, die alles wegballern, was sie sehen so auf denen. Ja, ja, mit Amerika-Flagge, Verlierung und so. Ja, dann sind wir ja beschäftigt. Jonathan, wir haben Zeit. Ey, das Zeug, was er braucht, um uns das mit der SMS zu machen. Da ist jemand! Oh nein. Oh nein. Bleib du hier, ich tackle ihn um und wir ficken ihn. Nein, Digga, vielleicht wohnt er hier einfach nur, Mann. Dann fragt ihn doch. Da kommt was zu. Er telefoniert. Ja, das Alter, ihr seid ja auch richtige Angsthasen. Hey, cool, Kollege, ich habe... Guck mal, er rennt weg. Nimm ihn. Das ist FIB. Komm. Auf mit da. Ach so. Entschuldigen Sie, sind Sie vom FIB? Oh Gott! Hey, wer seid ihr? Was macht ihr hier? Bleib stehen. Okay, wir brauchen dieses Häuschen. Es wäre cool, wenn ihr euch hier einen Moment fernhaltet. Dankeschön. Hey, renn mit ihm hinterher. Okay, dankeschön. Renn ihm hinterher. Er ist dein bester Freund gerade. Renn. Los, lauf, Jonathan. Ja. Zum Glück habe ich die Sportleggings. Guck mal. Wie untrainiert bist du? Ich schieb dich. Ich bleib mal lieber stehen. Wir sind ja eh gleich da. Du renn mal. Ach so. Ich bleib stehen, weil ich dich sonst 8-mal überrunde. Hey, in die Butz. Komm. Herzlich willkommen in meiner guten Stube. Setz dich doch. Alter, voll geil. Ey, sieht richtig nice aus hier. Sieht echt ganz nice aus. Und ein Computer! Oh, was für ein Glück. Setz dich. Nein. Setz dich. Guck genau, was er macht. Wenn er irgendwas sendet oder so, ficken wir ihn. Ich werde alles, was hier sonst an Elektronik ist, zerstören müssen. Oder? Nein. Ich denke, das läuft über einen Generator. Ja, das läuft über einen Generator. Wir haben Glück, wir sind abgeschaltet von der Außenwelt. Das heißt, das Ding hat auch kein Internet. Ja. Ich kann dir aber einen Hotspot geben mit meinem Handy. Das ist auch Internet. Dann werden die dich direkt orten. Ja, du hast recht. Ich sollte mein Telefon noch ausschalten. Was machen wir jetzt? Ich kann mit ihm reden. Jonathan. Wie ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist die ich euch erklärt habe. Ich stehe wirklich. Was kannst du und was kannst du nicht, Jonathan? Ich habe das letzte Mal, das habe ich den anderen auch schon gesagt, ich habe den Kindergarten gehackt als Demonstration. Ja, was hast du für Daten gefunden? Nichts, ich habe einfach nur deren Paw Patrol-Sendungen ausgemacht. Ich hasse Paw Patrol. Warum? Was ist das? Das ist eine Kinderserie mit Hunden. Nein, so. Es sind Hunde, die für Recht und Ordnung sorgen und Leute retten. Ne? Ja, das aber... Muss man schon ein bisschen an der Stelle auch an. Ja, aber du siehst du, das ist das verzerrte Bild der Realität. Also willst du sagen, Chase ist kein Held? Ich würde sagen, dass Polizei im Generellen nicht für Recht und Ordnung steht.
Ich würde sagen, dass... Oh, verdammte. Ich würde sagen, dass Chase nicht... Der ist, für den er halt... Also, wie er halt tut, dass er ist. Warum hast du deinen Namen so ausgesprochen? Was ist er denn dann? Weil ich Chase... Ich hasse sie alle. Warum kennst du seinen Namen? Können wir jetzt bitte zum Thema zurückkommen? Nein, warum kennst du den Namen von Chase, von Paw Patrol? Was ist dein Trauma, Digga? Also, verstehe ich nicht. Ich hasse die Serie einfach. Aber warum? Hast du dir mal einen darauf runtergeholt und bereust das jetzt, oder wie? Nein, also nicht in der Serie, bei denen ich wollte einfach nur... Teletubbies, Loch oben im Kopf, hier auf dem Dach, auf dem Dings, oder was? Ich habe halt irgendwas. Einen generellen Upturner. Gegenüber Rubble, Sky und vor allem Captain Turbot. Ich will einfach nicht drüber reden. Warum weißt du, wie die heißen? Marshall ist der mit dem Feuerwehrhelm. Das ist so ein Wichser. Warum? Was kann Marshall denn dafür? Marshall ist der überheblichste von allen. Macht immer voll auf arrogant und sowas. Wie heißt dieses Schwein nochmal, diese andere Sendung? Magst du die? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Mit dem Schwein. Meinst du Pepper? Woods? Ja, Pepper Woods. Was ist mit denen? Ja, was ist damit? Hast du da auch? Oder magst du die? George Pig, Papa Woods, Mama Woods. Magst du? Sind schon besser. Hey, die wird gleich reinkommen. Pass auf, ich habe das Gefühl, dass die dich gleich finden werden. Wenn das passiert, werde ich vorsichtshalber nur... Meine Machete so ein kleines Stück in deine Haut rammen an deinem Hals. Das heißt also, okay. Wenn es minimal eine scheiß Bewegung kommt, könnte das doof enden. Alles klar, aber du versprichst mir nicht. Warum suchen die dich? Ich kann dir nicht sagen, warum die mich suchen, weil ich halt denen halt einen... Ich habe versucht, sie die ganze Zeit zu erklären. Ich bin ein Hacker-Genie. Ich kann alles. Ich bin auch ein Gott. Aber was hat denn jetzt Bloody 8 mit den Mollen zu tun? Das versuche ich... Bloody 8 hat mal... Ich wurde denen zum Austausch angeboten. Das war eine schwierige Situation. Ich wurde verraten, aber dann habe ich halt auch Dinge gemacht. Ich habe dem FIB gezeigt, dass sie nicht ganz so mächtig sind. Ich habe der Direktorin eine Waffe an den Kopf gehalten. Dieser Französin, oder? Nein, das ist Lilly. Die ist nicht so weit oben. Die Direktorin ist die Eiskönigin, die voll monoton spricht und Smalltalk hasst. Ja, die ist doch Französin. Nein, das ist Lilly. Nee, die nein. Doch. Nein. Doch. Mm-mm. Die habe ich gematcht. Die wollte so was groß, von mir. Die hat so hochhackige Schuhe und schwarze lange Haare. Das ist die Französin und das ist auch die Directorin. Aber sie ist keine Französin. Halli, Harvard Hallo. Übrigens. Oh, scheiße. Halt mir die Machete an den Hals. Hör zu, ich halte sie nicht an den Hals. Wir werden jetzt sagen, dass es hier eine Show ist. Wir üben nur für Halloween morgen Abend. Meine Frage Standort? Sein, dass Polen hier sind. Alles nur eine Show, okay? Zieh das bitte mit durch. Da sind auch nochmal viele Bullen. Naja, aber ihr habt mich in eurer Gewalt. Guckt einer von euch durchs Fenster. Zieh's nicht mit durch und wir holen dich nächstes Mal ganz eklig. Ficken. Hallo? Ich geh rein. Hallo, hört ihr uns? Hallo? Ja. Ihr könnt gerne reinkommen, wir machen hier nichts Verbotenes. Wir üben nur gerade. Also mir einen Gefallen tun, einmal die Hände nach oben nehmen, vielleicht auch einmal die Masken aus dem Gesicht zu nehmen. Also ich bin bereit, da die Maske aufzunehmen, ich bin bereit, mein Messer einzustecken, aber ich bin nicht bereit, meine Hände hochzunehmen. Das ist gut. Packen Sie Ihr Messer weg, nehmen Sie die Maske ab. Ja. Herr Steiner. Hi. Wie geht's Ihnen? Grüßt euch, wie geht's? Moin, was macht ihr hier? Ich kenn Sie, sind aus der Serie. Wir üben mit Jonathan für morgen. Großer Fan. Ich morgen was vor. Kann Jonathan mal kurz sich aus dem Stuhl erheben? Jonathan, die nehmen dich, ja. Ach, der. Oh je. Was ist das denn, Leute? Wir machen hier ein Rollenspiel. Machen wir hier. Kommt die eine aus Neuamerika auch gleich noch? Wie ist der aus Neuamerika? Ja. Ja. Ja, den Part habe ich jetzt vergessen. Wir hatten zu wenig Zeit. Aha. Ja, wir haben ja noch Zeit. Ist ja nicht so. Was macht ihr denn aber hier? Ja, wir sind, Wir hätten das gehabt, dass hier Gefahrenpotenzial auf jeden Fall gerade in der Stadt. Ja, aber wir doch nicht. Ja, die Meldung haben bei uns an irgendwie. Wie? Dass hier drei Clowns sind mit dem Zivilisten, der bedroht wird. Was ein Hurensohn, Alter. Hier waren eben Leute, denen wir gesagt haben, wir wollen hier was üben, ob die kurz abhauen können, Digga. Waren ganz normal und nett zu denen. Und dann, Alter, was für Bastarde sind denn das, Digga? Ich muss aber noch kurz was mit Jonathan besprechen. Was denn? Von unserem letzten Zusammentreffen in New America ist da noch was Kleines offen. Da möchte ich ganz gerne mal mit ihm ganz kurz mich unterhalten. Stimmt. Aber du nimmst ihn nicht im Ad weg, ne? Weil wir sind auch noch nicht. Ich nehme ihn nicht weg, ne? Nee, klar. Es geht.
Wie finden Sie eigentlich den Tornado, der mittlerweile vor der Tür steht? Wie findest du eigentlich, dass bei mir eingebrochen wird, obwohl du mit mir in einem Haus wohnst und bei mir was geklaut wird und du nicht aufpasst? Wie findest du das denn? Wirklich? Ja, was sind denn da für Einbrecher unterwegs? Das kann doch nicht wahr sein. Jonathan, der will mit dir alleine reden, glaube ich. Darf ich vortreten, Sir, und zu Ihnen kommen? Ja, ja, kommen Sie mal vor, bitte. Gut. Ich hab nicht ewig Zeit. Ich nehme mal die Gasgranate aus. Wir warten hier drin. Bedroht er Sie? Bedroht er Sie? Das wäre jetzt für uns aber wichtig, dass Sie uns die Information geben, ob er das tut oder nicht. Wenn Sie mir garantieren, dass er nicht auf den Trichter kommt, dass ich jetzt ihn in ein Jahr stecke? Dann ja, ja. Bedroht er mich. Was möchte er denn genau? Was möchte er von Ihnen? Mich entführt ganz viele andere Leute. Und sie wollten irgendwas von mir. Und dann sind sie jetzt mit mir hier rein und ich weiß, also ich weiß nicht genau, ob es eine Bedrohung ist. Das kippt gerade. Also ich glaube, es war vorher eine Entführung, aber jetzt mittlerweile ist das ich. Was wollen die von Ihnen, Herr Laser? Was wollen die? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich krieg das auch alleine. Ich meine. Okay, das wäre jetzt mal eine Frage. Sollen wir Ihnen helfen oder nicht? Das weiß ich auch nicht. Ich bin hier in einem Sumpf und weiß nicht mehr. Und Sie sind ein arrogantes Arschloch. Sie kommen gar nicht so rüber wie in der Serie. Sorry dafür, aber privat sind Sie voll ein Arsch. Privat sind wir ein Arsch. Moment mal, heute ist unser Nette Tag. Dann sprechen wir immer. Stop. Moment, also, filmen Sie das ich gerade? Ich habe eine Idee. Nee, dieser Kameramann ist heute nicht dabei. Haben die Sie durchsucht? Ja, ich habe alle meine elektronischen Geräte ablegen müssen. Wissen die vielleicht darüber, wo Sie mal gearbeitet haben? Also sie haben mir Fragen gestellt, ohne selbst zu sagen, was sie über mich wissen. Das weiß ich also nicht. Könnt ihr hier drin mal wieder ablenken kurz? Wir sind einfach voll labern oder so, dass sie nicht aus dem Fenster gucken. Alles klar. Okay, passen Sie auf. Ich habe eine Idee. Also komm mal kurz beiseite. Ich muss das abklären, nicht, dass ich entlassen werde. Ich muss mit meinem Kollegen alleine reden. Ach so. Ja, ja, genau. Ja, aber ist doch egal. Ich kann doch auch einfach, ich meine. Nee, ich habe eine Idee und gleich komme ich zurück und. Trauen Sie mir nicht zu, dass ich. Okay. Ja, also rein theoretisch. Also ich habe versucht, gerade in meinem Kopf abzuwägen. Mein Charakter ist ja immer noch trotzdem unfreiwillig hier. Also warum dann nicht der Polizei das stecken? Obwohl natürlich im Nachhinein die halt nett waren. Aber wisst ihr, was ich meine? Es ist gerade voll ein Drahtseilakt, in welche Richtung man dann halt so tendiert. Weil eigentlich würden die wahrscheinlich nicht, aber andererseits bin ich ja trotzdem, wisst ihr? Es ist halt leider kein Schwarz-Weiß, was mir dann definitiv die Entscheidung leichter gemacht hätte. Herr Laser. Ja? Wir retten Ihnen jetzt den Arsch. Hey. Leg ihm Hände für Sie denn. Sie müssen das mitspielen, ja? Okay. Wir werden jetzt sagen, dass Sie auf der Fahndung sind. Okay. Darf ich Ihre Mutter Dick nennen? Dann hat das noch die Atmo, die wir brauchen. Ja, machen Sie, was Sie wollen. Okay. Solange Sie mir keine reinhauen, ist alles gut. Alles klar. Ja, kommen Sie mal mit, dann müssen wir mal. Ich erhebe hier ein bisschen meine Stimme. Ja. Laser, wir haben ein Problem. Sie stehen auf der Fahndungsliste, deswegen müssen wir Sie jetzt mitnehmen. Ich weiß nicht, ihr habt es gehört, oder? Die dummes Arschloch. Ich dachte, dass. Ich gleich mal sie haben gesagt, Arschloch, dass sie mich da wieder reinlassen. Ihre Mutter ist dick. Nein, nein, umdrehen jetzt, Herr Laser. Ihre Mutter ist dick! Herr Laser, drehen Sie sich um! Auf Ihre Mutter! Ey, was ein Zufall. Was ist das ein Zufall? Die Typen kommen rein und ich frage die Typen, seid ihr jetzt hier, um uns abzulenken, damit die gleich so tun, als ob sie ihn festnehmen? Und zwei Sekunden später nehmt ihr ihn fest. Also, das ist ja wirklich stark. Gute Laser, und das ist voll gut, also wirklich. Nee, das war nicht der Plan, wirklich nicht. Hilfe! Ja, ihr habt doch gesagt, ich kriege ihn wieder. Das sind zwei Leute, ihr könnt die da locker wegmachen. Yeah. Laser, ja? Jetzt gehen Sie. Ich muss gehen zur Amstrong, bitte. Danke, helft ihm mal bitte, die beiden. Du hast dir versprochen, dass ich bei dir sicher bin. Was ist denn hier los? Also rumschreien. Wirklich? Übernimmt ihn mal. Bringt ihn mal nach oben zum Streifenmann. Der ist natürlich nicht festgenommen, Leute. Jo. Ich auch. Und ich habe ihn jetzt nach einer Woche gefunden. Ja, dann kommen Sie mal mit. Wir laufen gerade in die falsche Richtung. Ja, und das haben wir gerade gemacht. Ich musste meine Tasche ablegen. Die ist irgendwo weit weg. Haben Sie noch eine Idee, wo das gewesen sein könnte? Ja, ungefähr weiß ich das. Ja, dann laufen Sie da mal hin. Okay. Können Sie mir die Fesseln wieder lösen, wenn wir schwimmen müssen?
Wir müssen schwimmen? Ja, das ist warten Sie mal, wieso schwimmen? Das steht nicht mit Arbeitsvertrag. Ja, ach kommen Sie, ein kleines Abenteuer, wie wär's? Wir sind bestimmt kein Alligator. Ja, genau. Nee, das lassen wir mal. Dann können Sie Ihre Tasche später holen. Da sind wichtige Dinge drin, ein Überwachungscomputer. Eine Wanze und sowas. Ja, wie sind Sie denn eben mit dem Dschungel gekommen, ohne batschnass zu sein? Ich wurde von ihm einen Huckepack getragen. Ja, ich würde Sie bestimmt nicht tragen. Ich würde Sie tragen, aber ich bin ein Schwächling. Nein. Wir gehen da jetzt nicht rein. Bitte. Bitte tun Sie es für mich. Nein. Also ist das jetzt hier auf so einer Insel oder können wir da nicht einfach mit dem Auto hinfahren? Nee, schon. Also hier das Schwimmen meine ich. Hier die kleinen Dinger. Was also ist das auf so einer Insel da drauf jetzt oder wie? Ja. Geht um einen Funk. Ja, was war's mit Funk? Nee, die sind... Hast du die Nummer von Armstrong? Nee. Hol dir mal kurz. Ja, wir holen ihre Tasche später. Vielleicht ist sie dann weggeklaut oder so. Die holen sich das selber. Die können doch damit X anfangen. Sie haben doch bestimmt ihr Rechner gesichert. Nee. Wie nee? Ich sag immer Leuten, dass sie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung vornehmen sollen, aber ich selber hab nicht mein Passwort. Ich geh doch mit ihnen nicht schwimmen. Sag ich schon alleine? Ich komm gleich wieder. Nein. Aber ich bin doch nicht festgenommen. Gott wurde von uns aufgetragen, sie zum Auto hochzubringen. Dann holen sie ihren Reality-TVs daher und dann fragen sie ihn doch. Elkren kann ich ja wohl kaum. Wir gehen erstmal hoch und dann, wenn er oben sagt, wir können gehen, dann können wir die noch hier runterlassen. Kommen Sie mit. Da sind sie. Gehen wieder ab. Danke euch. Okay. Schon weiter. Hat noch jemand was zu trinken für mich? Ja, komm her. Ja gut, er kann euch die Story ja nochmal erzählen. Er redet irgendwas von Überwachungsequipment, das auf irgendeiner Insel. Jetzt macht doch was! Haut dir den Kopf ab! Wem jetzt? Na, die euch! Ja, super, wir machen das. Ich danke euch, ja. Moment, die soll uns den Kopf abhauen? Wendet euch mal. Danke. Bleiben Sie mal wendet stehen. Euch mal den Einsatz Kopf ab! Und, Die uns? Ja! Ja, ihr wisst selber, warum soll die uns den Kopf abhauen? Was soll das denn jetzt? Also, super, ich danke euch. Seid ihr sicher, dass wir euch allein lassen sollen hier? Ja, das kriegen wir hin. Mit der Steiner-Stein können wir umgehen. Und ich hab die hier dabei zur Not. Ja, viel Spaß. Tschüss. Ach so, das verwirrt mich alles, wirklich. Ich kenne das nicht so gut wie Sie. Der Laser. Ja. Oh Gott, was geht da im Funk? Wir sehen von hier nicht mal Silhouetten, ne? Also wenn da irgendwer, irgendwem was, das sehen wir alles gar nicht. Gut. Herr Laser, weißt du, warum wir jetzt, was sollen wir jetzt hier mit ihm machen? Wollen Sie jetzt mit uns mitkommen oder ich sage Sie's? Ich könnte, aber ich habe noch meine Tasche hier stehen lassen. Das ist etwas, weil das ist so eine Insel. Das geht in die Richtung. Dort sind wichtige Equipment-Sachen von mir drin, die müsste ich wirklich wiederholen. Ein Überwachungscomputer, ein Handy, eine Wanze. Wo ist das? Das ist eine Insel weiter. Nee, zwei Inseln weiter. Oh, hier, oder was? Von hier, ja. Nein, ich gucke im Moment. Da ungefähr, die zweite Insel. Ja, hinter dem Baum, dadurch, ja, okay. Einmal, also nicht die jetzt kommt, sondern danach. Ja, yeah. Eine Tasche. Eine Tasche, richtig. Und das sollen wir mitnehmen, oder was? Sollen wir das irgendwo hinstellen für Sie? Ja, am besten. Oder ich kann selbst dorthin, wenn das geht. Aber das kann ich ja nicht machen, weil die denken, sie nehmen mich ja mit. Wie wär's? Sie warten einfach kurz hier und wir holen die. Gut. Wenn Sie Hilfe brauchen, dann rufen Sie Ihren Kollegen an. Genau, klar. Richtig. Und wir holen die Tasche und dann passt das, ja? Aber Sie dürfen mich ja nicht alleine lassen mit denen wieder. Nein, machen wir nicht. Sie sind doch gar nicht mehr da. Wir haben ein Auge auf Sie. Wir gehen kurz die Tasche holen, ja, Laser. Ja, wir holen kurz die Tasche. Ja, wir gehen kurz die Tasche holen. Ja, wir holen kurz die Tasche, Laser. Tasche. Geht's dir gut? Ja, Alter. Boah, ich hab die so zugelabert. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Komm mit. Was hast du denen gesagt? Nee, ich hab deine Mutter beleidigt. Alter, was? Du hast deine Mutter beleidigt? Du verrückter Typ. Nein. Okay. Was wollten die von dir? Die haben gesagt, ich stehe auf der Fahndungsliste und müsste mitkommen und jetzt sind die weg. Was wollten die? Die haben noch mit dir geredet. Kannst du deine hässlichen Hände runternehmen? Die wollten mich durchsucht.
Vielleicht hat er wieder eine Wanze zugesteckt bekommen oder so. Boah, stimmt. Hände hoch im Gummiboot. Oh, 90 Cent. Aber das wollte ich gar nicht haben. Darfst du behalten. Von dir. Scheiß drauf, Digga. Ich habe gar keine Lust, ihn mehr abzutasten. Kannst du das machen? Ja. Die haben ihn nicht zugesteckt. Vertraut einfach auf mein Wort. Okay, Scheiße, ich habe zwei Riesenprobleme jetzt. Nimm deinen Arm runter, dreh dich um. Problem Nummer 1 ist, du weißt, wer ich bin. Problem Nummer 2 ist, wenn du schlau bist, weißt du, woher ich weiß, wer du bist. Wie heißt du denn nochmal? Ah, okay, eigentlich. Setz dich hin. Soweit ich jetzt sagen kann, siehst du nur verdammt gut aus. Danke, setz dich jetzt bitte. Gut. Kannst du mein Gesicht auch bewerten? Wenn du die Maske abnimmst, können wir das gleich machen. Ja, das Ding ist, er stellt sich zwar die ganze Zeit dumm, aber ich weiß, dass er gerade meinen Nachnamen gehört hat von den Officern. Das heißt, er weiß alle Zusammenhänge und du bist wahrscheinlich tot. Alter, ich hab da echt voll die Konzentrationsschwierigkeiten. Nee. Okay. Hat er das Stripclub offen? Weiß ich das nicht, gar nicht mal so nicht. Ich dachte, er ist dein Freund. Wie? Was? Ich dachte, ihr seid Freunde. Also, dann komm noch her, kannst du. Oh nein. Achso, die Person am Telefon sagt, dass die Person dich am liebsten töten würde, also wenn ich das aber anbiete. Ich weiß, dass das Freundschaft ist. Das ist du siehst ihn schon als einen Freund von dir, Digga, oder? Ich weiß genau, mit wem er telefoniert. Ich muss jetzt doch auflegen. Ich leider nicht. Tschüss. Mach ich nicht. Bitch. Bitch? Okay, Gott, Candle! Was? Nein, das habe ich zum Typs gesagt. Achso. Wer ist Candle? Nee, dann nevermind. Wer ist ein Candle? Die größte Slut ever! Wieso? Weil sie eine realitätsferne Scheißhau ist! Sorry! Die redet, die hat so respektlos! Die nimmt nicht mal ihre Fick AirPods raus, wenn sie mit mir redet! Warte. Noch mehr Probleme jetzt. Er redet von irgendeiner Candle und beleidigt die so hart behindert. Wer ist das? Slut, größte Slut, Dreckslut, Hure. Also das letzte habe ich nicht gesagt. Realitätsferne. Was hast du gesagt? Ho? Realitätsferne, unhöfliche Ho, die nicht mal ihre AirPods rausnimmt, wenn sie mit ihm spricht. Das war ein guter Punkt, genau. Echt, kein Plan? Wo arbeitet die, von der du redest? Burgershot. Burgershot. Versuch die mal zu krallen, die Alte. Versuch die mal zu krallen, weil wenn der mag die ja anscheinend gerne, sonst würde er nicht Alter, so nein, über die reden. Ich meine das ernst gar nicht. Ja, dann pack die mal ein am Telefon. Kümmer dich darum, ja? Bring die auch hierher dann. Tschüss. Alter, ist das deine schon, Freundin? Das ist, nein, die. Würdest du es mögen, 24 Stunden mit dir hier eingesperrt zu sein? Wir kriegen nicht mal ein scheiß Gespräch hin. Die ist komplett irre. Warum? Keine Ahnung, das ist eine verzogene Social Media konsumierende Göre, Mann. Ja, Mann. Aber jetzt bitte, wir reden so viel über Scheiße und kommen nicht zum Thema. Sie hat mich bedroht, sie versucht die ganze Zeit immer zu sagen, dass ich irgendwo einsteigen soll, sie bedroht mich. Keine Ahnung, sie ist halt die Toxizität in Person. Ich hab sie gedatet. Ich hab sie gematcht. Wie heißt ihr Nachname? Du hast irgend so einen Scheißname. Ja. Ich glaub, Deiner oder so? Also wie Müller, du lügst wieder. Wie heißt die mit Nachnamen? Das ist das, was ich mitbekommen habe. Das meine ich ernst. Und du heißt Müller und sie Steiner und ihr wohnt nebeneinander im Fischers Privatweg oder was? Nein! Also was ist das denn für eine Scheiße? Okay, pass auf.
Ihr Name ist wirklich der, den ich gerade genannt habe. Meiner ist ein... Also, der wird so geschrieben wie Müller, aber er wird laser ausgesprochen. Einnehmen wir uns darauf. Ja, schon wieder Schritte draußen. Wir sind umzingelt von irgendwas. Ihr werdet geradet. Das war's. Wir werden wirklich gerade von irgendwas umzingelt, Freund. Ich geh gucken, ey, wenn ich nicht ins... Geh nicht raus, geh auf gar keinen Fall raus, bist du dumm? Geh der raus! Der stirbt immer als erstes! Und dann bin ich mit ihm allein und er rettet mir kurz das Leben. Und dann will er mich küssen oder sowas. Werden. Das war's du mit weißt ihm. Doch, wie das erst tot. Und wir beide müssen Freunde werden. Und ich muss dich retten und sterben am Ende für dich. Und du bist der, der rauskommt. Das ist scheiße. Diese Rolle habe ich mir nie ausgesucht. Ich find's richtig gut, um ehrlich nein, zu sein. Nein! So eine Scheiße geht immer gleich aus. Er ist tot, toll! Klasse! Er ist nicht tot. Mister, ich gehe noch einmal hinters Haus, ja? Okay. Digga, lass es. Ich muss. Was? Wir wissen, was passiert, oder? Der wird aber ganz leise gekillt. Er kriegt immer so draußen bedroht. Die haben gesagt, geh noch mal rein und sag das. Und dann... Ich könnte das Ganze aber mit einer Sache brechen. Mich dich töte. Nein, alles nein. Sauber. Dann haben die ja nichts mehr, was die vielleicht daran hält. Wie alles sauber? Das kann gar nicht sein. Bro, denkst du, ich halluziniere? Du hast echt viel gekifft? Junge, du warst wie eine Dampflok vorhin. Warte, ich gebe dir die Machete, ich gehe selber raus. Okay. Hey, ich hätte dir das die ganze Zeit geben können. Ich habe noch ein Messer. Ich höre doch die Schritte. Wollt ihr mich verarschen? Sag mir, was da draußen los ist. Da war nichts, wirklich. Soll ich mal rausgehen und gucken? Nein, du bleibst sitzen. Okay. Du bist mein einziges Ticket nach draußen, falls irgendwer kommt. Du hast so schlechte Karten. Das glaubst du gar nicht. Weil ich ein Scheiß für die wert bin. Ja, oh, das ist ja, ich hatte so Angst. Warum sagst du nicht, dass du reinkommst? Du musst dich ankündigen, Mann. Was soll ich denn sagen beim Reingehen? Ja, ich bin rein. Da oder was? Ja, zum Beispiel. Was kannst du, Jonathan, Klopf, außer Klopf, kannst du was? Handys, Mandys durchsuchen? Was kannst du? Mandys durchsuche ich auf jeden Fall mehr gern als Handys. Denn Mandys sind für mich wie Candys. Wenn ich dir eine Mandy auf den Schoß setze, während du Handys suchst? Nun, ja. Scheiße, du stehst doch auf Frauen. Ja. Aber nur der bestimmte Typ, du weißt Bescheid. Der Typ, der eine Muschi hat. Ja. Und jetzt? Naja, also nicht alle Frauen. Sondern einfach, weil... Ja doch, eigentlich ja... Okay, gut, du hast gewonnen. Okay, aber du besorgst... Und dann glaubst du, dass das die Motivation für mich ist? Oder wie? Weiß ich nicht. Du kannst mir deine Motivation erzählen. Also du bist seriös. Oh ja. Weißt du, warum du seriös bist? Weil dir bewusst war, wenn du mit den Bullen jetzt abhaust oder denen das erzählst, ist das schlimmer für dich, als hier zu bleiben. Das ganz hast du genau. schon erkannt. Richtig. Das hast du auf jeden Fall erkannt. Das heißt also, wir haben eine gewisse Vertrauensgrundlage. Das heißt, ich muss mein Messer gar nicht draußen haben, oder? Das ist so korrekt, mein Freund. Okay, Jonathan. Cool, dann sind wir ja schon mal einen Schritt weiter. Jonathan, ich brauche wirklich jemanden, der Dinge kann, die ich nicht kann. Das war wirklich seriös. Es gibt Dinge, wirklich die ich nicht seriös. Kann und das die ich gerne Problem. Können möchte. Es gibt so Sachen wie, das fängt an bei, ich möchte nicht geblitzt werden und endet bei, ich möchte rausfinden, was der und der an dem und Tag für eine SMS geschrieben hat. Ich kenne Leute, die dieses Thema entwickelt haben, die dafür sorgen, dass man nicht geblitzt wird. Wer ist Björn? Björn ist das Björn-Kollektiv. Das ist eine Hackergruppe. Also die haben jetzt einen Neuzugang. Jetzt sind es Björn und Sven. Aber die haben halt auf jeden Fall eine Menge drauf. Okay. Und die sind da, ja. Da war mal so eine Aktion irgendwie, das ist schon 2 Monate her. Da sind ganz viele Busse auf so einen Hof gefahren. Das hatte auch irgendwas mit Hackern zu tun. Weißt du, was da vor sich lief? Ja. Was da vor sich ging? Ja, da wurde ich mitgenommen. Die haben einen Heli sogar vom Himmel geholt. Okay. Die wollten jemanden ausgeliefert bekommen, Mr. Incognito. Und Mr. Incognito, der kann halt diese Blitzgeräte entwickeln, also Anti-Blitzgeräte. Warst du in dem Moment vor Ort, wo ihr da unten wart, ja, in diesen Bussen? Ja, und durch mich ist das alles in die Hose gegangen. Soll ich dir was Witziges erzählen? Ja. Wir standen mit 70 Leuten um euch rum und haben nur auf das Go gewartet, euch zu stürmen. Nur weil dieses Go nicht durchkam, habt ihr überlebt. Wir 70 Leute waren in den Containern verteilt und überall. Wir haben euch die ganze Zeit beobachtet. Wer war denn noch involviert? Wer hat euch das? Für wen hast du da gearbeitet? Für meine Eier habe ich gearbeitet. Du hast bestimmt für Fox gearbeitet.
Für wen? Fox? Ist das, ich weiß, wer das ist, aber mein Anwalt heißt anders. Gut. Nein, ich habe für mich gearbeitet. Weißt du warum? Mir wurde eine Information gegeben. Und jetzt wird es interessant. Nämlich, dass diese Leute da vor Ort Dinge können, die ich gerne können möchte. Und deswegen wollte ich einen von euch erwischen. Nun ja, jetzt hast du einen. Richtig. Ich bin auch glücklich. Mein Freund müsste mal kurz tatsächlich mit dir reden. Man merkt mir dieses Glück ja auch an. Freund. Ja, was denn? Fang du doch mal an, mit ihm zu reden. Ich denke, das ist zielführend. Ich schweife ab, weil ich Jonathan mag. Jonathan, hör zu. Wir haben ja schon mal grob angeschnitten, worum es geht. Guter Böserkopf. Tralala. Nein, ich möchte einfach, weil er nur sabbelt und nicht zum Punkt kommt. Wir brauchen... Du kleiner Wichser, habe ich nicht das eben gerade schon mir selber eingestanden? Musst du da jetzt drauf rumhacken? Nein, aber er hat es einfach falsch verstanden. Deswegen habe ich es ihm nochmal getan, weil er anscheinend nicht zuhört. Okay. Wir brauchen SMS-Verläufe oder Anrufverläufe von einer Person oder mehreren Personen. Wir bezahlen dafür auch, Digga. Das ist nicht so, dass wir dich dazu zwingen, das zu machen. Also wir zwingen dich dazu, dich von uns für das zu bezahlen zu lassen, okay, aber wir zwingen dich nicht dazu. Also verstehst du? Ja, ich weiß, in welche Richtung das geht. So, wie heißt das? Plata o Plomo oder so eine Scheiße? Genau, so mäßig. Okay. Ich hab keine Ahnung, aber ja. Wir brauchen Dinge, an die wir nicht rankommen, um unseren tieferen Plan zu vollenden. Und warum soll ich irgendeiner Straßengang zu einem Erfolg verhelfen? Warum soll ich nicht wissen? Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Also in welchem Punkt während unserer Unterhaltung, du kleiner dreckiger Bastard, hallo? Würde ich auch nur ansatzweise wie ein amerikanischer Gangster? Als ich Digger gesagt habe? Nein, du kriegst eine Bauchtasche. Gut artikulierend nein, eine Bauchtasche und eine fette wirklich. Uhr. Das macht einen Southside-Gangster für dich aus. Plus Oversize-Hoodie? Nein, du liegst falsch. Ich müsste einen Haifisch-Rucksack aufhaben. Du hast recht. Ich habe die neue Generation vergessen. Die Vollidioten, die jetzt alle da sind. Siehst du, also zu was? Also nein, ich bin keine Gang. Entschuldige bitte. Ich habe nichts gegen Gangs. Sollen machen, was sie wollen, aber nein. Warum sollte denn eine Gang irgendwelche Handyverläufe checken wollen? Was geht ab bei dir, Digga? Ja, gut, du hast recht. Dann bist du halt nochmal Upperclass. Strumpfverläufe. Nein, ich bin nicht krasser oder weniger. Was soll die Scheiße, Alter, ich versuch dir doch gerade nur zuzusprechen. Du versuchst mich zum Narzissten zu machen, obwohl ich keiner bin. Vielleicht bist du doch einfach nur toll. Danke. Boah, das war nett. Okay, bevor ihr wieder euch fast am Küssen seid, kannst du uns helfen? Ja, ich kann rein theoretisch, ja, aber ich brauche halt meine Gerätschaften dafür. Gib mir ein bisschen Zeit und dann kriegen wir das hin. Okay, und wie regeln wir das mit der Zeit? Gebt mir eure Nummer. Wow, du verstehst. Hier, du, pass auf. Ja, ich weiß, aber ihr habt doch selbst gesagt, wenn ihr wollt, dann findet ihr mich. Das Problem ist, ich würde mich dir preisgeben, aber würde ich mich dir preisgeben, würde ich dir jemanden, mich interessiert einen Scheißdreck, ob du weißt, wer ich bin, das geht mir so am Arsch vorbei. Aber es würde zu etwas anderem führen, was ich nicht möchte, deswegen bleibe ich maskiert. Also wenn das so persönliche Belange sind, vertraue ich dir dabei, also du kannst mir dabei vertrauen, dass ich das rauslasse. Also du bist jetzt mein Vater oder so, dann verlange ich eine Menge Unterhalt, aber ansonsten ist alles easy. Was machen wir? Es wäre vielleicht schlau, wenn ich sage, wer ich bin. Ich kann gut mit Geheimnissen. Ja, also ich glaube, dass es für die zukünftige Zusammenarbeit mit Mr. Jonathan sehr gut wäre, wenn ich ihm sage, wer ich bin. Naja, im Umkehrschluss muss ja auch klar sein, dass wenn irgendwas bei dir passiert, wir keine Freunde mehr sind. Jonathan, ist dir eigentlich aufgefallen, dass die Polizisten reinkamen und als ich meine Maske abnehme, alle meinen Namen gesagt haben, ruhig geworden sind und ihre Waffen runtergenommen haben? Warum zum Teufel? Siehst du? Korruptes Schweinepack. Nee, hat mit Korruption nichts zu tun. Soll ich's oder soll ich nicht? Ich mach's nur von dir abhängig, ja, wenn er meint. Pass auf, ich bin bereit, dir zu sagen, Jonathan, wer ich bin. Daraus resultierend wirst du rausfinden, wer mich auf dich gebracht hat. Unweigerlich, okay? Okay, du traust mir eine Menge zu. Wenn du dann aber irgendwelche Schritte dagegen unternimmst, haben wir ein Problem. Okay. Das wollen wir doch nicht, wir haben doch eine Grundlage. Nein, Alter, was soll es denn schon geben, das mich dazu bringt, dich jetzt sag? Ich bin Frank Steiner. Was? Ja. Du bist... Du dummes Arschloch! Raus! Warum? Wir gehen jetzt raus, wir boxen uns! Ja, ich nehme ein Messer. Hip-Hop! Warum boxen wir uns?
Warum boxe ich mich nicht mit ihm? Komm raus, ist mir doch egal, Alter. Ich bin so fertig. Wo kommst du dazu? Das willst? Willst du dir sicher? Du kommst jetzt raus. Ey, bist du dir wirklich sicher, dass du das willst? Was denn? Sicher? Fetzen? Komm jetzt raus, jetzt hab ich sicher? Sicher? Bro, ich bin Zuhälter gewesen. Ich hab früher Zuhälterschellen. Willst ja, du echt? Richtig, ich bin Gentleman. Ich halte auf. Jetzt komm her. Jetzt. Aua. In die Fresse. Und nochmal. Fressbrett. Hier, Jonathan, friss. Schmeckt dir das? Und, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Komm her. Ja? Mal. Ja? Komm her. Und nochmal. Bap. Oh, da, hast du das gehört? Hast du das gesehen? Friss das. Friss das. Oh, da kommt Jonathan raus. Da wird er zum Müller. Müller, gib mir. Es reicht. Das kann ich nicht. Wie schreckt dir das? Ich blute aus der Nase, du Wichser. So, jetzt wieder rein mit dir. Steh auf. Lass mich kurz entspannen. Lass kurz zu. Das tut gut. Du bist also der Ex, ja? Du bist der sie verdorben hat. Ja, höchstwahrscheinlich. Ich muss dir einerseits meinen Respekt aussprechen, andererseits scheinst du wirklich aus der Hölle zu kommen. Ja, tatsächlich. Gott, ich bitte wieder rein, jetzt können wir ja auf eine Augenhöhe reden. Ja. Jetzt ist ja wieder alles. Rede du mit ihm, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Meine Nase blutet, Freund. Hast du etwas für meine Nase? Oh. Du bist doch immer gut betucht. Oh. Er mag es hier drin nicht, Jonathan. Ja? Er mag es hier drin nicht. Du magst es hier drin nicht? Er mag es hier drin nicht. Was ist denn los mit ihm? Er mag es hier drin nicht. Soll mir rausgehen? Ich weiß nicht, vielleicht. Griff schon wieder eine unbekannte Nummer an. Was ist das für eine Scheiße? Geh lieber ran. Niemals gehe ich ran. Geh ran! Wenn du bist, dann gib ihm deine Nummer. Wahrscheinlich kommen sie dir entgegen. Das ist egal. Ja. Geh bitte ran! Komm, wir gehen raus. Hallo?